Mann! Ah! Es ist alles Sonne, Scheiße. Es geht hier nur bergauf gerade. Die Sonne brennt. Ich habe noch vom Mount Cook überall Sonnenbrand. Es tut einfach alles weh. Ich habe kaum noch Wasser. Und ich kann hier nirgends zählen, also muss ich weiter. Das ist so ätzend gerade. Meine Klamotten haben seit Tagen kein Wasser mehr gesehen. Da bildet sich eine Salzkruste drauf. Mein Körper ist komplett salzig, alles voll mit Salz. Ich will gerade einfach nur unter eine Dusche. Das wäre jetzt richtig cool. Eine Dusche mit Shampoo, meine Klamotten waschen in einer Waschmaschine. Das wäre jetzt cool. Ein kaltes Bad. Immerhin die Aussicht ist gut. Das ist aber gerade echt das Einzige. Das tut vielleicht gut. Ich glaube, ich habe diesen Fluss gerade kurz in den Salzwasserfluss umgeändert. Ich hatte so viel Salz in meinen Klamotten. Das tat gerade richtig gut. Das war schön. Ich schlafe heute Nacht auf einem öffentlichen Campingplatz hier. Also so öffentliche Stellplätze gibt es hier, wo man sich dann hinstellen kann mit dem Camper. Da ist ein Schild dran, Zelten verboten eigentlich. Ich habe mich da trotzdem hingestellt. Ich meine, da sind sogar Toiletten. Also ich weiß nicht, was daran nicht zelttauglich ist. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie Probleme bekomme oder so. Das ist hier in so einer kleinen Brücke. Und das Wasser tat gerade so gut. Ich habe meine Klamotten gewaschen, die habe ich eben schon gesagt, aber da war so verdammt viel Salz drin und ich konnte von meiner Haut das Salz abkratzen, also wirklich nicht mehr angenehm. Das tat richtig gut jetzt, eiskalt und jetzt wird was zu essen gemacht und dann wird geschlafen. Ich bin so fertig, der Tag heute war echt anstrengend. Das Problem war halt, ich konnte bei diesem Pass, wo ich längst gefahren bin, konnte ich nicht aufhören, weil ich dann nirgends zelten konnte. Es war alles eingezäunt und alles zu und da konnte ich nirgends ein Zelt aufbauen. Und das hier war jetzt die erste Möglichkeit, wo ich zelten konnte. Ich muss ja eigentlich auch nicht zelten, aber wo ich jetzt schlafen kann. Und heute war, glaube ich, der gefühlt heißeste Tag hier in Neuseeland. Und auch hier in Wanaka ist die wärmste Region gewesen heute, haben ein paar andere gesagt. 32 Grad hatte ich zwischendurch, also das war echt nicht schön. Das war nicht schön. Ich wurde gerade mit einer leeren Bierflasche beworfen. Ich habe keine Ahnung wieso, weshalb oder warum. Aber da ist gerade ein Auto an mir vorbeigefahren, das hat eine leere Bierflasche nach mir geworfen. Hat mich nicht getroffen, ist vor mir auf den Asphalt geflogen, aber hier liegen die Scherben. Wieso wird hier mit einer Bierflasche auf mich geworfen? Ach du Scheiße. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen Platten habe. Das würde mich ziemlich ärgern. Ich verstehe es nicht. Das Auto ist einfach an mir vorbeigefahren. Ich bin einfach über die Kreuzung gefahren. Ich hatte Vorfahrt. Das Auto hat auch gewartet. War alles gut. Dann fährt es an mir vorbei und wirft eine Bierflasche nach mir. Ey, das ist mir noch nie passiert.
sieht mir mehr nach einem Wanderweg aus. Aber es ist am Wasser und ein Hase. Der Trail ist wirklich schön, aber ich muss leider feststellen, dass das nicht so wirklich was ist für mein Fahrrad. Für mich und mein Fahrrad. Also, ich würde gerne öfters solche Trails fahren, aber dafür ist mein Fahrrad einfach nicht ausgelegt. Dafür habe ich zu viel Gepäck dabei. Das macht gerade nicht so viel Spaß, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, ich habe gleich einen Platten. Mein hinterer Reifen ist sowieso schon angeditscht. Der macht das nicht mal lange, glaube ich. Und da ist so ein Trail nicht gerade gut für so einen Reifen, der schon halb kaputt ist, gefühlt. Ich muss zusehen, dass ich hier rauskomme. Auf der Straße ist die Landschaft zwar nicht so schön und die Autos nerven auch ein bisschen, aber es ist angenehmer zu fahren mit meinem Fahrrad. Ich konnte gestern bei einer Familie übernachten und das war so schön. Das hat mir zumindest für den Moment die Reise gerettet. Also die letzten Tage waren echt nicht schön. Gestern wollte ich mich ein bisschen entspannen in Wanaka, weil vorgestern war echt anstrengend und vorgestern war es auch so heiß und dann dachte ich, gut, entspanne ich in Wanaka ein bisschen. Ja, gestern in Wanaka hat es geregnet, das Wetter war nicht gut, es war kalt, ich hatte die ganze Zeit eine Jacke an und es war wirklich nicht schön, es war nicht zum Entspannen. Und dann war ich abends auf der Suche nach einem Schlafplatz und ich bin schon durch so ein kleines Dorf bei meiner dritten Runde. Ich wollte gerade weiterfahren und mir irgendwo anders einen Wildzeltenplatz suchen. Und dann habe ich einen Mann getroffen, wie er gerade Müll rausgebracht hat, den habe ich gefragt. Und der hat seine Tochter gefragt, weil er dann nur zu Gast war und ich konnte da schlafen. Ich habe eine heiße Dusche bekommen. Das war meine erste Dusche seit einer Woche. Ich habe mich zwischendurch im Fluss oder so gewaschen. Aber es war meine erste richtige Dusche seit einer Woche. Das war so schön. Ich konnte drin kochen und es war einfach so schön. Die da wohnt, kommt aus Daniden. Die hat mir noch ordentlich Tipps gegeben für Daniden, weil ich fahre jetzt Richtung Daniden. Da treffe ich dann auch meine Eltern, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich sehe meine Eltern das erste Mal seit 6 Monaten wieder. Da hat sie mir ein paar Tipps gegeben, auch genial. Also, das hat wirklich für den Moment meine Reise gerettet, diese Übernachtung. Das war richtig schön. Ich habe in meinem Zelt geschlafen, es war ideales Zeltenwetter. Fand ich zumindest, es war nicht zu warm. Ich konnte mich schön in meinen Schlafsack kuscheln. Es war richtig, richtig schön. Das tat richtig gut. Und jetzt fahre ich hier auf so einem kleinen Trail bis in die nächste Stadt weiter. Der ist jetzt auch, also der erste Trail, den ich gefahren bin, war eher so für Mountainbiker, nicht so für mein Fahrrad. Aber der hier ist richtig gut ausgebaut. Das macht richtig Spaß, hier zu fahren. Ich fahre hier direkt am Wasser. Es ist herrlich. Es ist herrlich.
Eine herrliche Zeit zum Fahrradfahren. Den ganzen Tag Gegenwind. Es ist so verdammt nervig. Der Weg ist zwar schön, aber der Gegenwind ist so nervig und macht das Fahren noch nicht wirklich einfacher. Verdammt anstrengend im Moment. Ich bin jetzt seit 2 Tagen auf dem Otago Central Rail Trail unterwegs. Das ist genial. Es ist eine alte Bahnschiene, die zu einem Fahrradweg umgebaut wurde. Das ist herrlich zu fahren, weil es halt alles relativ eben ist, wie halt so eine Bahnstrecke ist. Das ist echt schön zu fahren. Und ja, da bin ich gestern gefahren, heute bin ich da den ganzen Tag gefahren. Und heute, ich weiß nicht wieso, aber seit heute, den ganzen Tag über schon, ist mein Reifen immer wieder so ein bisschen leer gegangen. Also weniger Luft drin. Und jetzt, als ich hier vorhin angekommen bin,
Also ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterfahren. Quaderreifen komplett plötzlich, plötzlich komplett leer. Gar keine Luft mehr drin. Ja, und deswegen werde ich jetzt den Reifen wechseln. Ich habe geguckt, ob da irgendein Loch drin ist oder irgendwas drin ist. Ich habe nichts gefunden. Ich habe den hinteren Reifen schon einmal gewechselt in Thailand. Da war das aber, das ist irgendein No-Name-Reifen. Ich habe damit gerechnet, dass der nicht allzu lange halten wird. Jetzt gerade ist halt ziemlich blöd, weil hier ist halt nichts. Ich habe zum Glück einen Ersatzmantel dabei, Schlauch habe ich auch dabei. Aber ich denke, das wird einfach das Material sein. Da ist überhaupt kein Profil mehr drin, der ist komplett runtergefahren. Und ich denke mal, das wird einfach das Material sein, dass das durch ist. Und ja, jetzt kommt ein neuer Mantel, neuer Schlauch ran. Ich hoffe, dass ich das alles vor dem Sonnenuntergang schaffe. Und dann wird schön was gegessen. Und morgen mit einem neuen Reifen, mit frischer Luft im Reifen gestartet. Und dann läuft das. Schön. Nachdem ich gestern meinen Reifen gewechselt habe, weil der Luft verloren hat, bin gestern den halben Tag mit platten Reifen gefahren. Ich hatte den ganzen Tag Gegenwind, es ging die ganze Zeit leicht bergauf. Es war so verdammt anstrengend gestern. Und heute, ich habe meine Ersatzreifen jetzt drauf. Neuer Reifen. Es ist gerade, ich habe keinen Gegenwind mehr. Es ist so schön zu fahren. Es macht so verdammt viel Spaß wieder. Das ist so schön. Die Sonne scheint. Gestern war bewölkt. Es ist so, so schön zu sehen, zu spüren, dass es schlechte Tage gibt. Aber auf schlechte Tage folgen immer solche Tage. Einfach richtig geile, schöne Tage, wo es einfach nur Spaß macht. Und das ist so schön. Hier wird sich die Brücke geteilt mit der Eisenbahn. Wobei ich nicht glaube, dass da noch jemand fährt. Eiskaltes Wasser. So schön. Gibt es hier überall am Rand von diesem Trail. Das ist wirklich, wirklich schön, weil ich überall Wasser bekomme. Ich muss nicht so viel mitschleppen und ich bekomme immer neues. Kaltes Wasser. Eine Erfrischung. Finish. Das war's jetzt mit dem schönen Rail Trail. Jetzt geht's auf der Straße weiter. Asphalt. Kein schöner Weg mehr, der einfach gerade ist. Schöne Landschaft. Doch, schöne Landschaft werde ich immer noch sehen. Aber jetzt geht's auf der Straße weiter mit den Autos wieder. Weiter in Richtung Daniden. Hier am 15. Januar. Bin ich hier angekommen. Jetzt geht es weiter auf der Straße Richtung Daniden und dann sind es noch ungefähr 80 Kilometer und dann komme ich morgen in Daniden an.
ein bisschen schneller als hoch.